Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Filmkritik hier beim Telestammtisch. Ich sitze gerade draußen in der Sonne, hier fliegen ein paar Möwen an mir vorbei und ich habe einen schönen Blick aufs blaue Meer. Ihr merkt schon, ich bin in Elternzeit und habe gerade so 2 Stunden ungefähr babyfrei. Das bedeutet, ich habe die Gelegenheit, mir einen Film anzuschauen, der mir dankenswerterweise von der Presseagentur zur Verfügung gestellt wurde. Mit The Guilty wird Dänemark nächstes Jahr seinen Beitrag bei den 91. Oscars leisten, da in der Kategorie ausländische Filme. Regisseur Gustav Möller bringt einen Film in die Kinos, der geht vermutlich 85 Minuten, ist ein Crime-Drama-Thriller irgendwas mit einem Polizisten. Ich habe bis jetzt noch nur den Trailer gesehen und kann so noch nicht viel dazu sagen, außer dass er R-rated ist aktuell und das finde ich schon mal ganz spannend, denn sowas sieht man bei den Oscars ja auch nicht jederzeit. Ich bin mal gespannt, was der Film dann tatsächlich für eine Bewertung kriegt. Ich habe den Film noch nicht gesehen und wollte jetzt eigentlich nur kurz über meine Erwartungen sprechen. Der Film sieht doch relativ düster aus im Trailer. Also es geht wohl um einen Polizisten, der anscheinend zeitweise in der Notrufzentrale sitzt und da irgendwie was zu tun hat. Er muss wohl anscheinend Telefonate annehmen und da irgendwie dann dafür sorgen, dass die Einheiten eben rausfahren. Er selbst scheint ein bisschen so neben dem Wind zu sein. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da vielleicht zuletzt irgendwas passiert ist, was ihn so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, sei es jetzt im Job oder privat. Und er aus genau diesem Grund eben erst einmal in dieser Zentrale sitzt, um vielleicht ein bisschen runterzukommen, was aber wohl nicht so zu funktionieren scheint. Wir sehen auch schon im Trailer, dass unter Umständen seine Familie mit involviert ist und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ähnlich wie in dem Film The Call mit Halle Berry, der nun wirklich eine ähnliche Ausgangssituation hat, auch er gezwungen ist, im Laufe des Films irgendwann diese Zentrale zu verlassen und vielleicht selbst aktiv in den Außendienst zu gehen und da irgendwie einzugreifen, um die Person zu retten oder den Mörder zu fangen, keine Ahnung. Da bin ich sehr gespannt, gerade eben, weil auch seine Familie, wie gesagt, involviert zu sein scheint. Ich habe also recht hohe Erwartungen, bin auf den Trailer irgendwie zufällig fast schon gestoßen. Ich kriege ja nun zwischen einige Trailern E-Mails zugeschickt, habe mir den einfach mal reingeballert und fand das echt dermaßen faszinierend, dass ich mich dann mal beim Verleih bzw. bei der Agentur gemeldet habe und die jetzt eben so freundlich waren, mir hier einen Streaming-Link zur Verfügung zu stellen. Da an der Stelle schon mal vielen Dank. Ich bin wirklich gespannt, was Hauptdarsteller Jakob Sedergren oder so da zu leisten vermag. Also der Trailer sieht top aus und ja, ich schaue jetzt mal rein und dann kriegt ihr von mir erzählt, ob sich meine Erwartungshaltungen mit dem tatsächlichen Film gedeckt haben. Bis dann, ciao. Und ich habe ihn gesehen, The Guilty. Und Alter, ey, was ein Brett. Also wirklich erstmal ganz großes Kino und wirklich danke nochmal an den Verleih, dass ich da die Gelegenheit bekommen habe, mir den Film vorab anzuschauen. Das ist wirklich ganz großes Kino. Ich kann so viel schon mal sagen, wenn er einer von 2 mir bekannten Filmen ist, die dann eben bei der Oscar-Verleihung für den besten ausländischen Film mit ins Rennen gehen, neben Werk ohne Autor, den ich ja jetzt auch zuletzt hier rezensiert habe, der auch ein sehr guter Film war, muss ich persönlich doch sagen, dass mir The Guilty auf jeden Fall besser gefallen hat, allein schon deshalb, weil er eine ähnliche emotionale Wucht in mir ausgelöst hat und das mit deutlich weniger Mitteln. Ich habe ja so ein paar Erwartungen vorab formuliert und geguckt, ob ich diese hier im Film auch irgendwie umgesetzt oder eben, ob ich das bekomme, ob mir das dann auch geboten wird. Und in einem gewissen Rahmen war das der Fall, andere Sachen wiederum gar nicht. Und man kann auf jeden Fall sagen, dass es einen ganzen Haufen, also wirklich verschiedene Twists gibt. Sachen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Offensichtlich habe ich da noch nicht so den Plan und finde es aber geil. Finde es aber echt geil, dass ich hier andauernd Überraschungen bekommen habe. Ich werde an der Stelle auch zur Story nur das Nötigste verraten. Wir haben hier diesen Polizisten, Asghar Holm, der hat vermutlich ein bisschen Scheiße am Schuh, hat Mist gebaut, am Folgetag ist wohl eine Verhandlung, irgendwas ist da passiert, was da genau passiert ist, mit wem er da zusammenarbeitet, das erfahren wir in Ansätzen im Film und was auch das für Konsequenzen hat, erfahren wir auch in Ansätzen im Film. Eine dieser Konsequenzen scheint es zu sein, dass er eben jetzt hier in der Telefon, in der Notrufzentrale der Polizei arbeiten muss, der dänischen Polizei und das hat eben zur Folge, dass er irgendwann einen Anruf annimmt, der Konsequenzen hat. An der Stelle kann so viel gesagt sein, der komplette Film spielt eigentlich ausschließlich in dieser Notrufzentrale. Man könnte durchaus wieder von so einem, also ein Kammerspiel, das kann man so in der Form schon sagen. Wir sehen nie irgendetwas außerhalb dieser Notrufzentrale. Wir kriegen das alles eigentlich nur über die Telefongespräche mit, die er führt, mit verschiedenen Personen, deren Stimme wir dann eben hören. Insofern ist es schön und gut, hier von anderen Schauspielern zu reden. Wir sehen die so gut wie nie. Also wir sehen eigentlich ausschließlich den Jakob Sedergren, der eben diesen Asghar Holm spielt und alle anderen Personen und Schauspieler, also Figuren, werden eben nur durch die Stimme transportiert, sodass man auch sagen kann,
Über weite Teile würde der Film sogar als Hörspiel funktionieren. Hat natürlich sehr viele schöne Aufnahmen, die so ein bisschen auch ins Dunkle gehen, die sehr bedrückend wirken. Viele Nahaufnahmen auch vom Gesicht des Hauptcharakters, die in dem Fall dann eben die Emotionen auch sehr gut transportieren. Ein Charakter, der sehr ambivalent ist. Also wir lernen seine verschiedensten Seiten und Facetten kennen. Welche das im Detail sind, möchte ich, wie gesagt, auch gar nicht so verraten. Wir haben dann hier eben diesen einen Anruf, der sein Leben ein bisschen verändert, beziehungsweise sei zumindest erstmal seinen jetzigen Tag ein bisschen verändert. Ich hatte auch Erwartungen formuliert, was ich denke, was das für ein Anruf ist und ob das jetzt so ist oder nicht ist, das erfahrt mal am besten selbst. Es geht hier um einen Führungsfall, so viel sei noch verraten, und es ist wirklich sehr mitreißend zu sehen, wer da entführt worden ist, von wem und warum, was es da für Hintergründe gibt und ja, was da eben auch passiert ist. Es ist ein Thriller, so, das ist jetzt wohl auch keine Überraschung, und ich kann sagen, dass ich das äußerst beeindruckend finde, was hier geleistet worden ist. Im Ansatz denkt man sich zwischenzeitlich, oh, jetzt ist mir aber klar, was da los ist, und ich hatte vermutet, das Ende vorhersehen zu können, aber dem war wirklich nicht so. Und ja, also wirklich von Anfang bis Ende überraschend. Es gibt diesen Anruf, es ist sehr mitreißend, es ist sehr bewegend und ich möchte nicht zu viel verraten. Der Hauptcharakter ist sehr in der Polizeiumgebung integriert, hat also auch Kollegen, mit denen er sich besser und schlechter versteht, scheint selbst nicht ganz auf der Höhe zu sein aus gegebenem aktuellen Anlass, und das will ich an der Stelle auf jeden Fall noch erwähnt wissen. Ja, und da kommen wir dann am besten noch gleich zu meinem Fazit. Ich kann diesen Film uneingeschränkt empfehlen, und zwar vor allem allen Leuten, die so ein bisschen Bock auf Thriller haben, auf ein Stück weit auf Drama, die so dieses Ungewisse mögen und die vielleicht auch Lust drauf haben, sich mal einen Film anzuschauen, der vor allem von den Details lebt, die die Kamera im Wesentlichen leistet. Wir haben also viele Nahaufnahmen vom Hauptcharakter, können genau deshalb auch erahnen, was für Emotionen sich gerade in ihm wegen, und das finde ich ganz, ganz toll. Wir haben viele auch so Seitenhiebe ein bisschen auf die dänische Polizei beziehungsweise die Arbeitsbedingungen, unter denen die arbeiten müssen. Und auch das muss man erstmal gekonnt in so einen Film mit einarbeiten. Ich kann in diesem Fall auf jeden Fall den Film uneingeschränkt empfehlen. Er kommt am 18. Oktober in die deutschen Kinos. Und wenn ihr ein bisschen Zeit übrig habt und es vielleicht den einen oder anderen Regentag gibt, dann schaut ihn euch an. Ihr werdet garantiert begeistert sein. Und ja, ich hoffe einfach, also aktuell ist es von den beiden Filmen, die ich aus der Kategorie kenne, auf jeden Fall mein Oscar-Favorit. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer über Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram, auf dem YouTube-Upload oder sonst wo. Wenn ihr Bock habt, nehmt mal dran teil hier an der Filmkritik. Wenn ihr also vorab einen Film in der Sneak-Preview gesehen habt oder ihr hattet Gelegenheit in, keine Ahnung, einer Community-Preview, wo auch immer, Filme vor dem offiziellen Bundesstart zu sehen, kann es sehr gut sein, dass ihr der optimale Gast seid, um mit mir ein bisschen über diese Filme zu plaudern. Ich danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Ciao!